Hallo meine Freunde, heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch, nämlich eine Story-Zusammenfassung und Erklärung von Bioshock Infinity. Es gibt viele Leute, die Verständnisprobleme bei dem Ende des Spiels oder einigen Ecken davor haben, und dieses Video soll damit aufräumen, indem es die Geschichte in verständlicher Weise zusammenfasst. Ich orientiere mich dabei nicht am Erzählstil des Spiels, sondern gehe nach der zeitlichen Reihenfolge der Ereignisse vor. Ich habe insgesamt zwei Videos zu dem Thema gemacht. Das andere Video beschränkt sich dabei nur auf die Zusammenfassung der Geschichte Bioshock Infinities, wogegen dieses auch noch mehrere viel diskutierte Probleme aufgreift und versucht, diese zu erklären. Der Link zur kürzeren Version des Videos findet sich in der Beschreibung. Columbias Geschichte beginnt mit Comstock und dessen Geschichte beginnt mit dem Krieg gegen die Indianer. Damals trägt Comstock noch den Namen Booker DeWitt und dient bereits mit 16 Jahren als Soldat. Im Kampf geht er dabei mit äußerster Grausamkeit und Brutalität vor, wahrscheinlich in der Hoffnung, sich dadurch vor seinen Kameraden beweisen zu können. Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte: In Ihrem Stammbaum gibt es ein, zwei Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilgen. 1890, nach dem Massaker bei Wounded Knee, überkommt Booker große Reue für seine Tat, weshalb er sich taufen lässt, um sich so von seinen Sünden reinzuwaschen. Er nimmt dabei einen neuen Namen an, nämlich Zachary Hale Comstock. Das erste Verständnisproblem, das viele Leute haben, ergibt sich dadurch, dass es in Columbia einen alten Offizier namens Cornelius Slade gibt, der ebenfalls bei Wounded Knee dabei war. Slade kennt daher auch Booker DeWitt und bewundert ihn für seine damaligen Taten. An Comstock kann er sich aber nicht erinnern und hält dessen Kriegsgeschichten für erlogen. Die Frage ist nun, warum erkennt Slade nicht, dass Comstock in Wahrheit Booker DeWitt ist? Ganz einfach. Viele vergessen, dass Comstock noch nicht mal 40 Jahre alt ist, als die Handlung von Bioshock Infinity stattfindet. Comstock hat Krebs, verursacht durch die Benutzung der Lutez-Maschine, die Dimensionsfenster öffnen kann, und ist dadurch vorzeitig gealtert. Als Slade seinem alten Kampfgefährten wieder begegnet ist, muss dieser sich bereits so stark verändert haben, dass er ihn nicht wiedererkannt hat. Der Prophet stirbt. Die Metastasen haben ihn schnell altern lassen. Warum verfällt dieser Comstock, während ein Comstock in einer anderen Welt gesund bleibt? Wenn unsere Gene Schicksal sind, wie kommt dieser Unterschied zustande? Vielleicht durch Kontakt mit der Vorrichtung? Das muss weiter erforscht werden. Irgendwann zwischen 1890 und 1893 erscheint Comstock angeblich ein Engel namens Columbia, der ihm von einer fliegenden Stadt prophezeit. Hier kommen wir auch gleich zur zweiten Frage. Wer ist eigentlich der Engel? Im Internet kursieren allerhand Gerüchte darüber, zum Beispiel soll es sich bei dem Engel um eine ältere Version von Elizabeth handeln, die in der Zeit zurückgereist ist. Ich hingegen halte es für wesentlich wahrscheinlicher, dass der Engel nur eine fiktive Figur ist. Die Technologie, die Columbia fliegen lässt, wurde von Rosalind Lutez entwickelt, genau wie die bereits erwähnte Maschine, durch welche sich Fenster zu anderen Dimensionen öffnen lassen. Wir wissen aus den Tagebüchern, dass Comstock genau diese Fenster für Prophezeiungen genutzt hat. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutez-Feld zum Lutez-Riss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Comstock könnte sein Wissen über das zukünftige Columbia anstatt von einem Engel durch eben diese Maschine erhalten haben. Die Idee eines Engels könnte einfach der Versuch sein, seinen Erkenntnissen über die mögliche Zukunft einen religiösen Touch für die Gläubigen zu geben. Ein wichtiges Indiz dafür, dass diese Theorie richtig ist, ist folgendes Tagebuch. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab,
das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Die 85 Jahre beweisen, dass damit nicht die Gründer Columbias, sondern wirklich die Amerikas gemeint sind. Denn Columbia existiert zum Zeitpunkt Bioshock Infinities noch keine 85 Jahre. Bei dem großen Abtrünnigen handelt es sich um Lincoln, dessen Amtszeit, wenn man von Beginn des Unabhängigkeitskriegs ausrechnet, circa 85 Jahre später beginnt. Von Wikipedia-Daten ausgehend wären es 86. Zur Erinnerung, Lincoln wurde in Columbia verachtet, weil unter ihm die Sklavenbefreiung stattfand. Wir wissen also, dass behauptet wird, dass der Engel den Gründern Vätern geholfen hat. Die Annahme, dass irgendjemand, zum Beispiel Elizabeth, aus der Zeit Columbias so weit in die Vergangenheit zurückgereist ist, um die Geschichte so zu gestalten, wie wir sie kennen, ist für mich absolut unrealistisch. Wenn wir uns also darauf einigen, dass dieser Teil der Engelsgeschichte erfunden ist, müssen wir auch ernsthaft daran zweifeln, dass der Rest der Wahrheit entspricht. Natürlich sind das alles nur persönliche Einschätzungen und Indizien, aber frei nach Ockhams Rasiermesser, die These, die sich auf die wenigsten unbewiesenen Annahmen stützt, ist meist auch die richtige. Aber zurück zur Geschichte Columbias. Nachdem Comstock genug politische Unterstützung im Kongress hat, erhebt sich Columbia 1893 endlich in die Lüfte. Comstock muss dank der Möglichkeit in die Zukunft blicken zu können, spätestens in diesem Jahr auch erfahren haben, dass die Welt zu einem Sündenfuhl werden wird, zumindest seiner Meinung nach, und Columbia sich deshalb irgendwann von ihr abkapseln muss. Er sieht die Stadt bald als eine zweite Arche Noah, die die Unschuldigen von den Sündern trennen muss, bis die Erde von letzteren gereinigt ist. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen, 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Allerdings ist Comstock klar, dass er wegen seiner Krebserkrankung sterben wird, bevor der Tag der sinnbildlichen Sintflut, an welchem es keine Sünder mehr gibt, gekommen ist. Also braucht er einen Nachfolger, um sein Werk fortzuführen. Deshalb ist es auch ein sehr großes Problem für ihn, als man ihm Sterilität diagnostiziert. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie: Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Comstock wendet sich hilfesuchend an Mrs. Lutes, welche ihm auch tatsächlich eine Lösung aufzeigt. Lutes steht mit einer männlichen Version ihrer selbst aus einer alternativen Dimension in Kontakt. Einer Dimension, in der Booker die Taufe nach der Schlacht bei Wounded Knee im letzten Moment abgelehnt hat. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes. Jesus, wasche diesen Mann rein. Vater, lass ihn wiedergeboren werden. Herr, Schluss. Nein. Was soll denn das? Sohn! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? In dieser Dimension hat es niemals einen Comstock gegeben, sondern nur Booker. DeWitt hat eine Tochter namens Anna, deren Mutter bei der Geburt gestorben ist, und genau hinter diesem Kind ist Comstock her. Er sorgt dafür, dass Booker bei ihm hohe Spielschulden bekommt, und er erlässt ihm diese nur, wenn DeWitt ihm seine Tochter gibt. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Ich spiele nicht mehr mit, hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus.
Gib sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist vorbei, los! Nein! Nein! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Zusammen mit Anna, die fortan Elizabeth genannt wird, hat auch der männliche Lutess, namentlich Robert Lutess, die Dimension gewechselt. Elizabeth allerdings hat etwas zurückgelassen, nämlich ihren kleinen Finger. Es ist dieser Umstand, der ihr die Fähigkeit verleiht, Dimensionstore zu nutzen und sogar welche zu erschaffen. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Comstock behauptet, dass Elizabeth sein Kind und dass ihre Geburt ein Wunder ist. Und zwar ganz ohne das Zutun seiner Frau. Doch Lady Comstock glaubt ihm diese Begründung nicht und nimmt an, dass er ihr fremdgegangen ist. Sie hasst deshalb das Kind und will mit ihm nicht unter demselben Dach leben. Dies könnte einer der Gründe dafür sein, dass Elizabeth in einem Turm gesperrt wird. Ein gravierenderer Grund ist aber wohl, dass man ihre Kräfte begrenzen will, damit sie nicht aus Columbia fliehen kann. So ist der Turm gleichzeitig der Standort einer riesigen Maschine, die sich der Siphon nennt und genau diesen Zweck erfüllt. Wobei man aber darauf hinweisen muss, dass der Siphon seinen Sinn auch erfüllt, wenn sich Elizabeth nicht im Turm aufhält. Daher könnte eine weitere Möglichkeit, warum man sie einsperrt, der Schutz vor dem sogenannten falschen Hirten sein, von dem Comstock vorausgesehen hat, dass er irgendwann kommen wird, mit der Absicht, Elizabeth mitzunehmen. Letzteres ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund für die Erschaffung des Songbirds, einem riesigen Vogelwesen, dessen Aufgabe es ist, Elizabeth zu beschützen und sie an der Flucht zu hindern. Kontrolliert wird diese Kreatur von mechanischen Flöten, die sich an mehreren Stellen in der Stadt befinden. Trotz der Tatsache, dass Elizabeth in ihrem Turm eingeschlossen ist, lässt die ganze Sache Lady Comstock nicht los. Sie glaubt schließlich, in Rosalind Lutess die Affäre ihres Mannes gefunden zu haben. Von ihr erfährt sie dann die Wahrheit über Elizabeths Herkunft. Als sie ihren Mann damit konfrontiert, bittet sie dieser darum, die Geschichte über die Wundergeburt gegenüber den Gläubigen beizubehalten, doch kann sie das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Letztlich ermordet Comstock deshalb seine Frau und schiebt die Schuld dem Dienstmädchen Daisy Fitzroy in die Schuhe. Die farbige Fitzroy ist dadurch fortan zu einem Leben im Untergrund gezwungen. Der sozialen Kehrseite Columbias gegenüberstehend werden ihr bald die Ausmaße des Rassismus bewusst, unter dem Andersfarbige zu leiden haben. Unter ihr entsteht die Widerstandsgruppe Vox Populi, die den unterdrückten ethnischen Gruppen eine Stimme geben und sie in eine bessere Welt führen soll. 1901 kommt es in Peking zum Boxeraufstand, bei dem mehrere Amerikaner ums Leben kommen. Als Reaktion darauf greift Columbia gegen den Willen der amerikanischen Union in den Konflikt ein und macht die Stadt dem Erdboden gleich. Daraufhin kommt es zwischen Comstock und dem Kongress zum Eklat und Columbia kehrt der Union den Rücken zu. Die Stadt verschwindet in den Wolken und bricht jeden Kontakt mit der Welt unter ihr ab. Für Comstock hat sich damit seine Prophezeiung vom erneuten Sündenfall der Menschen bewahrheitet. Irgendwann, schwer zu sagen in welchem Jahr genau, findet Comstock heraus, dass Columbia mehr als nur eine Eiche ist. Er erkennt, dass es die Stadt selbst ist, die die Sünde am Boden mit Kanonen und Feuer vom Angesicht der Welt tilgen wird. Und der Prophet erkennt noch etwas, und zwar, dass Elizabeth es sein wird, die dieses Werk vollbringt. Und mit ihm wussten es auch die Lutesses. Unsere Vorrichtung zeigt uns, dass das Mädchen die Flamme ist, die Welt entflammen wird. Mein Bruder sagt, wir müssen das, was wir getan haben, ungeschehen machen. Aber die Zeit gleicht eher einem Ozean als einem Fluss. Warum versuchen, eine Flut zu erzeugen, die doch nur wieder abebben wird?
Robert Lutez schaffte schließlich seine Schwester von dem Vorhaben zu überzeugen, Elizabeth in ihre eigene Dimension zurückzuschicken. Doch Comstock bekommt Wind von dem Plan und beauftragt den Großindustriellen Jeremiah Fink im Austausch für die Patente der Lutezes, deren Dimensionsmaschine zu sabotieren, wodurch beide umkommen sollen. Es hat auch erst den Anschein, als wäre es ihm gelungen, die beiden zu töten, doch trotz vorhandener Leichen existieren sie weiter als dimensionswandelnde Seelen. Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Aber funktioniert er? Anna. Anna. Es tut mir so leid, Anna. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Sie die Schuld. Sie uns die Kleine. Und töten Sie die Schuld. Bringen Sie uns. Siehst Sie du? Uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte und zusammen. Töten Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Kleine. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die Kleine. Ich hab's erlebt. Booker weiß nach dem Dimensionswechsel nicht mehr, dass es seine eigene Tochter ist, die er retten soll, denn sein Gehirn passt seine Erinnerungen an die neue Realität an. Schließlich glaubt er, dass er Elizabeth nach New York bringen soll, um seine Spielschulden zu begleichen. Die Lutezes klären ihn nicht über die Wahrheit auf und bestärken ihn noch in seinen falschen Annahmen. Möglicherweise, weil sie aus anderen Dimensionen wissen, dass dies nötig ist, damit er eine Chance auf Erfolg hat. Wie Comstock es vorhergesehen hat, kommt also jemand nach Columbia, der Elizabeth stehlen will. Der falsche Hirte. Die Lutezes bringen Booker zu einem Leuchtturm, von welchem er nach Columbia gelangen soll. An dieser Stelle kommen wir auch zum dritten Problem, denn als Booker den Turm betritt, findet er dort eine Leiche mit einem Drohzettel, auf welchem steht, dass Booker sie, also seine Schuldner, nicht enttäuschen soll. Da es die Schuld aber nicht wirklich gibt, stellt sich natürlich die Frage, wer diesen Mann umgebracht hat. In dem Turm gibt es eine Karte, auf der die Flugroute Columbias eingezeichnet ist. Daran befindet sich auch noch eine Mitteilung, dass er auf dem Weg ist und aufgehalten werden soll. Unterschrieben ist mit C. Das er steht wohl für den falschen Hirten, also für Booker, und das C ist wohl eine Abkürzung für Comstock. Es spricht also vieles dafür, dass Comstock den Toten geschickt hat, um Booker aufzuhalten. Zusammen mit der Nachricht, die an dem Toten hängt, deutet alles darauf hin, dass die Lutezes ihn getötet haben, um Booker vor der Falle des Propheten zu bewahren und ihn gleichzeitig noch in dieser Schuldtilgungsgeschichte zu bestärken. Kaum ist Booker in Columbia, begegnen ihm wieder die Lutezes und fordern ihn auf, eine Münze zu werfen. DeWitt tippt dabei auf Kopf und tatsächlich hat er recht. Die Lutezes schreiben das Ergebnis auf, wobei man erkennt, dass dieser Münzwurf schon über 100 Mal durchgeführt wurde und jedes Mal Kopf das Ergebnis war. Man erkennt daraus, dass Booker schon mehrere Male in verschiedenen Dimensionen in Columbia war. Es wird dadurch auch klar, dass es für jeden Besuch bestimmte Konstanten gibt, wie das Ergebnis des Münzwurfs. Ich habe im Internet gelesen, dass es Leute gibt, die darauf die Theorie begründen, dass es keine Dimension gibt, in der Booker mit seiner Tochter zusammen ist, da immer ein Comstock kommt und ihm sein Kind stiehlt, sodass DeWitt immer gezwungen ist, nach Columbia zu gehen. Ich will diese Theorie als viertes Problem behandeln, und zwar bin ich der Meinung, dass das heillos überinterpretiert ist, denn letztlich zählt der Münzwurf nur die Dimension, in der DeWitt nach Columbia kommt, aber nicht die Gesamtzahl aller Booker-Dimensionen. Der Münzwurf ist zwar eine Konstante, wenn Booker Columbia besucht, aber wenn zum Beispiel Columbia nicht existiert oder DeWitt nie dorthin geht, findet auch kein Münzwurf statt.
Man kann von dem Ergebnis einer Stichprobe nicht auf die Gesamtheit der Ergebnisse aller möglichen Proben schließen. Als Booker seinen Weg fortsetzt, dauert es nicht lange, bis man ihn aufgrund seines Brandmals als den falschen Hirten erkennt. An dieser Stelle auch gleich eine fünfte Frage: Was bedeutet eigentlich Bookers Brandmal? Auch dazu gibt es natürlich dutzende Theorien im Internet und es ist wohl klar, dass man bei dieser Frage nur raten kann. Aber es wäre ja kein kompletter Rundumblick, wenn ich meine Meinung dazu nicht auch kundtun würde. Ich tippe also darauf, dass das AD ganz unspektakulär für Anna de Witt steht. Trotz der Tatsache, dass Booker durch seine Enttarnung als falscher Hirte mit erheblichem Widerstand zu kämpfen hat, gelingt es ihm, Elizabeth aus ihrem Turm zu befreien. Elizabeth hat praktisch ihr gesamtes Leben allein verbracht, nur mit dem Songbird als Freund und Begleiter, und kennt die Welt ausschließlich aus ihren Büchern. Ihr größter Traum ist es, Paris zu sehen, und Booker verspricht ihr, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. In Wahrheit will er sie natürlich nach New York schaffen, allerdings braucht er dazu ein Luftschiff. Doch als er endlich eins stehlen kann, läuft die Sache anders als geplant. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden... Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Booker macht sich sofort danach auf die Suche nach Elizabeth. Als er sie endlich findet, willigt sie ein, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil sie in ihm ihre einzige Chance sieht, aus Columbia zu entkommen. Den Auftrag für Fitzroy zu erfüllen, stellt sich allerdings als schwieriger heraus als angenommen, weshalb die beiden mit Elizabeths Fähigkeit letztlich in eine Dimension überwechseln müssen, in welcher ein anderer Booker die Vox Populi bereits unterstützt hat. In dieser Zeitlinie ist Booker ein Märtyrertod gestorben und ein Held der Revolution, die gerade im vollen Gange ist. Fitzroy zeigt sich deshalb sehr misstrauisch gegenüber dem lebenden DeWitt und lehnt es ab, ihm das Luftschiff zu geben. Stattdessen versucht sie, ihn umzubringen. Booker und Elizabeth müssen sich das Luftschiff daher mit Gewalt holen. Auf dem Weg dahin entdecken sie Fitzroy und erleben gerade noch mit, wie sie den Großindustriellen Fink umbringt, weil dieser seine Arbeiter ausgebeutet hat.
Kurz danach versucht sie auch dessen kleinen Sohn zu töten, was Elizabeth aber um jeden Preis verhindern will. Nein, nein, nein! Sie bringt das Kind um! Booker, wir müssen etwas tun! Wir müssen handeln! Wir müssen da rein! Komm, Booker, wir müssen was tun! Heb mich hoch! Geh zum Fenster und lenk Daisy an! Los! Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man... Elizabeth. Liegt wohl in der Familie. Elizabeth. Wow, wow, hey, hey, sachte. Wieso kommst du nicht da raus? Ich weiß, wie das ist. Nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Es muss irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen! Elizabeth! Elizabeth und Booker wird klar, dass sie mit dem Songbird als Gegner niemals Columbia werden verlassen können. Es sind die Lutesses, die ihnen daraufhin erklären, dass Songbird durch Melodien kontrolliert wird, weshalb die beiden beschließen, nach Comstock House zu gehen, in der Hoffnung, dort die Noten für eine Melodie zu finden, die ihnen den Songbird vom Leib halten kann. Auf dem Weg dahin wendet sich Elizabeth mit einer Bitte an Booker. Kriegst du es auf? Einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren, wo... Elizabeth. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Die
Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Doch Elizabeth behielt recht, denn Booker konnte sein Versprechen nicht halten. Booker nimmt sofort die Verfolgung auf, allerdings nicht, um Elizabeth für seine Schuld eintauschen zu können, sondern weil sie ihm das Leben gerettet hat und er sich dafür bei ihr revanchieren will. Auch wenn das heißt, dass sie nach Paris und nicht nach New York gehen würde. Es kommt aber erneut anders als erwartet, denn Booker findet sich plötzlich in einer anderen Dimension wieder, an einem Zeitpunkt, der viele Jahrzehnte in der Zukunft liegt. In dieser Zeitlinie ist Comstock bereits tot und wie prophezeit ist Elizabeth in seine Fußstapfen getreten. Neben Spuren, die belegen, dass man sie über Monate, wenn nicht Jahre hinweg, gefoltert und indoktriniert hat, entdeckt Booker auch, dass Elizabeth einen unglaublichen Hass gegen die Menschheit entwickelt hat. DeWitt hat anscheinend in dieser Realität irgendwann die Versuche aufgegeben, sie zu retten, und wegen diesem Verrat sieht Elizabeth in jedem Menschen einen potenziellen Lügner und Betrüger. Unser Geist wird geboren. Verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl, ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist mangelhaft ist? Es fällt jedoch noch etwas auf, denn umso mehr Audiotagebücher Booker in dieser Welt der willenlosen Marionetten findet, umso älter und reumütiger klingt die Stimme Elizabeths. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. Wie du siehst, Booker, leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören, ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und
und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Zurück in der Gegenwart macht Booker sich wieder auf die Suche nach Elizabeth und findet sie gerade noch rechtzeitig, um zu verhindern, dass man ihr ein Gerät implantiert, welches ihr bei jedem Versuch, ihre Kräfte einzusetzen, Elektroschocks verpassen würde. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach! Ja. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab. Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Nach einigem Widerstand gelangen Elizabeth und Booker schließlich auf Comstocks Luftschiff und in dessen Kabine. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch: Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum?
Tevit, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag Tevit! Lassen Sie mich! Los, frag den falschen Hirten! Sag's ihr! Sag's ihr, falsche Hirte! Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl! Und du hast sie im Stich gelassen! War es das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht! Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein! Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich! Booker, hör auf! Hast ihn getötet? Was hat er gemeint? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur zerstören? Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Hast du das geknackt? Käfig. Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage. Cage! Käfig auf Englisch! Sagten, sie wüssten, was gut für uns ist! Booker? Sie sagten, sie wüssten, was gut ist! Wir müssen uns bereit machen. Hast du das kommen sehen, Prophet? Du setzt deine Tochter nicht auf den Thron. Wir schicken sie ins Grab. Wir müssen ihn ansingen. Elizabeth, hör auf! Es ist nur die Totenbucke! Ein Lied! Schützen, tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Bitte. Los. Los, 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 los! Booker, er hilft uns! Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen! Raketen! Achtung! Booker, komm her! Was ist? Hör zu, mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Yeah.
nicht. Wo ist er? Wo ist er? Was ist das hier? Elizabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Das sechste Problem, dem ich mich widmen möchte, hat mit Songbirds Tod zu tun, weshalb ich hier einen kurzen Schnitt mache. Im Internet kursieren Gerüchte, dass Songbirds Todesschrei in Bioshock 1 zu hören ist, und zwar an der Stelle, an der Cohen den klavierspielenden Fitzpatrick in die Luft jagt. Ich werde ein Video dazu in einer Anmerkung verlinken und ihr werdet sehen, dass man während der Szene tatsächlich ein Pfeifen im Hintergrund hört. Es ist aber völlig abwegig anzunehmen, dass die Entwickler bereits so weit vorausgeplant haben, dass sie Songbirds Todesschrei in Bioshock 1 eingebaut haben. Als erstes haben wir da ein Statement von Ken Levine, welcher erklärt hat, dass Bioshock Infinity ursprünglich auch in Rapture spielen sollte. Wir wissen nicht, inwieweit das die Story beeinflusst hätte, geschweige denn, ob die ganze Zeitreisesache noch dazugehört hätte. Aber eines ist mit Sicherheit klar, nämlich dass es Songbird in der Form, wie wir ihn kennen, nicht in Rapture gegeben hätte. Und dann anzunehmen, dass man bei einem Gegner, der sich erst im Laufe der Entwicklung ergeben hat, die Form seines Ablebens bereits seit 6 Jahren feststehen hat, halte ich für sehr gewagt. Als zweites wissen wir, durch verschiedene Vorankündigungen zu Inhalten in Bioshock Infinity, die dann aber offensichtlich nicht implementiert worden sind, dass die Beziehung Bookers zu Elizabeth von dessen Verhalten gegenüber Songbird beeinflusst werden sollte. Davon ausgehend wäre es logisch gewesen, zumindest 2 alternative Enden einzubauen, und zwar eines, in welchem Songbird am Leben bleibt, und ein anderes, in welchem er stirbt. Da es hier um eine Spielerentscheidung geht, die Elizabeth wohl sehr missfallen hätte, hätte Songbirds Tod von DeWitt herbeigeführt werden müssen, wodurch es sehr unwahrscheinlich geworden wäre, dass Songbird in Rapture gestorben wäre, da Booker nicht über Elizabeths Kräfte verfügt. Der ursprüngliche Plan spreche also eher gegen den Tod Songbirds in Rapture. Alles in allem halte ich daher die Theorie, dass die Entwickler Songbirds Todesschrei in Bioshock 1 eingebaut haben, für schlichtes Wunschdenken. Die Bioshock-Reihe ist auch meine Lieblingsspielreihe, aber irgendwo muss man auch realistisch bleiben. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte. Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Hierher, Booker! Hier sind wir richtig. Wieso? Was ist denn los, Elizabeth? Was meinst du damit, ein Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Das werde ich vermutlich bereuen. Eine Stadt auf dem Meeresgrund? Lächerlich. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne?
Komm. Komm, es ist hier lang. Komm! Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Verdammt. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker. Das ist schon geschehen. Hier kommen wir auch gleich zur siebten Frage. Was meint Elizabeth eigentlich genau mit dem Satz, dass da immer ein Leuchtturm, immer ein Mann und immer eine Stadt ist? Aufgrund der Benutzung einer Tauchkugel durch Booker, die im Bioshock 1 alle durch Andrew Ryans genetischen Code gesichert sind, gehen viele davon aus, dass DeWitt in einer anderen Dimension zu Andrew Ryan geworden ist und dass sich der Satz ausschließlich auf Booker bezieht. Aus dieser Theorie heraus mutmaßen viele weiter, dass Andrew Ryan und Jack in derselben Beziehung wie Comstock und Booker zueinander stehen, also dass Jack in Wahrheit nur eine jüngere Version von Ryan ist. Beide Theorien halte ich für unhaltbar. Die erste Theorie gründet sich auf die Benutzung der Tauchkugel, wobei man aber erst einmal festhalten muss, dass es in Bioshock 2 keine genetische Sicherung der Tauchkugeln mehr gibt. Einer der Gründe, dass wir das wissen, ist folgendes Audiotagebuch, das man in Bioshock 2 finden kann. Okay, Tagebuch. Letzter Eintrag. Lizzie und ich, wir haben eine Tauchkugel gefunden und wir fahren heim. Wir haben das Pleißen sein lassen und das wird sich jetzt auszahlen. Ist es nicht so, Baby? Nächste Station, Erdoberfläche. Ich liebe dich. Du hast uns gerettet, Sammy. Nur du allein, Liebling. Sophia Lärm kann uns nicht hier festhalten. Sie wird uns doch... Was war das? Oh Gott, sie hat uns entdeckt. Das ist Lärm. Torpedo! Ich werde versuchen... Daraus geht hervor, dass man die Tauchkugeln zur Zeit Lambs benutzen kann, also nach Ryans Tod. Und wahrscheinlich ist diese Möglichkeit der Tauchkugelbenutzung auch der Grund, weshalb Lamb überhaupt Torpedos verwendet, um sicherzustellen, dass niemand aus Rapture entkommen kann. Als zweites spricht für die Aufhebung der genetischen Sicherung, dass Porter und Tenenbaum am Ende des Minerva Den DLC ebenfalls eine Tauchkugel benutzen, um aus Rapture zu entkommen. Da wir nicht wissen, zu welchem Zeitpunkt Elizabeth und Booker in Rapture ankommen,
können wir auch nicht ausschließen, dass es einer nach den Geschehnissen von Bioshock 1 ist. Im Zweifelsfall könnte man aber immer das Totschlagargument bringen, dass es vielleicht einfach eine Version von Rapture ist, in der es niemals eine genetische Sicherung der Tauchkugeln gab. Man kann zwar aus dem Video erkennen, dass auch in dieser Version Raptures Tauchkugelreisen verboten sind, aber das hätte man auch durch Torpedos erreichen können, wie es eben in Bioshock 2 der Fall war. Nehmen wir aber einmal an, dass Booker und Ryan tatsächlich dieselbe Person wären, dann würden sich mehrere Ungereimtheiten ergeben. Beispielsweise sieht Ryan Booker überhaupt nicht ähnlich, und zwar weder seiner jungen noch seiner alten Version, was bei genetischer Übereinstimmung aber nicht ohne Schönheitsoperation oder ähnlichem möglich wäre, wofür Ryan aber keinen Grund gehabt hätte. Des Weiteren gibt es eine ordentliche Zeitdifferenz zwischen Columbia und Rapture. So hätte Ryan 72 Jahre alt sein müssen, als Rapture gegründet wurde, und 86, als die Ereignisse von Bioshock 1 stattfanden. Wir wissen außerdem, dass Ryan aus Russland stammt. Diese Hintergrundgeschichte ist auch praktisch bewiesen, denn die Bioshock-Novelle greift sie auf und zeigt auch, dass Ryan noch sehr jung war, als der Kommunismus in Russland Fuß fasste. Man könnte jetzt hingehen und behaupten, dass Booker vielleicht als Baby entführt und durch einen Dimensionswechsel in die Obhut einer russischen Familie gegeben wurde und die Unähnlichkeit Booker und Ryans einfach durch irgendeine Schönheitsoperation hinwegfegen. Dass das allerdings schon die Grenze zum Lächerlichen überschreitet, sollte eben klar sein. Da wäre es wahrscheinlicher, dass Booker Ryans Großvater ist und Elizabeth irgendwann nach Russland ausgewandert ist. Hier vielleicht nochmal der Hinweis, dass das jetzt eben auch nicht ernst gemeint war. Widmen wir uns nun der zweiten Theorie, nämlich dass Jack eine jüngere Version von Ryan ist. Erstmal stellt sich die Frage, wie Jack dann überhaupt nach Rapture gekommen sein soll. Es gibt in Rapture weder die nötige Technologie dafür, noch irgendeine Motivation, Jack herzuholen. Der einzige, der Grund gehabt hätte, jemand mit genetischen Ähnlichkeiten in Bezug auf Ryan in die Stadt zu holen, war Fontaine. Allerdings hat der eine plausible Erklärung für Jacks Erscheinen. Wir haben mehrere Zeugen, die diese Geschichte bestätigen, auch welche, die Fontaine feindselig gegenüberstehen. Und es gibt Beweise, wie zum Beispiel die Manipulation von Jacks Verstand. Auch die Möglichkeit, dass Jack von jemandem aus einer anderen Dimension dorthin gebracht wurde, fällt durch die ganzen Beweise für die Sohn-von-Reinen-Geschichte weg. Natürlich könnten die Erinnerungen aller Zeugen manipuliert sein und die Veränderungen an Jack woanders herrühren, aber da befinden wir uns wieder hinter der Grenze zum Lächerlichen. Mal abgesehen davon ist Ryan den Großteil des Spiels über am Rumrätseln, wo Jack herkommt. Wäre er wirklich eine jüngere Version von ihm selbst, hätte zumindest Ryan ihn erkennen müssen. Und dann wären die ganzen Überlegungen von CIA oder KGB-Agent unnötig gewesen. Unterm Strich denke ich also, dass Elizabeths Aussage, dass es immer einen Mann, einen Leuchtturm und eine Stadt gibt, einfach eine allgemeine Feststellung ist, die nicht behauptet, dass diese Städte sonst in irgendeiner Form miteinander verbunden sind. Wahrscheinlich wollte man damit auch nur einen Grundstein für weitere Bioshock-Spieler an neuen Orten bzw. Städten legen. Aber zurück zum Wesentlichen. Elizabeth und Booker nutzen die nun offenen Türen, um in Erfahrung zu bringen, was Comstock auf seinem Luftschiff angedeutet hat. Sie besuchen dazu verschiedene Zeitpunkte in Bookers Vergangenheit und egal wie sehr er sich dabei sträubt, er muss sich in den jeweiligen Situationen genauso verhalten, wie es bereits passiert ist, völlig unabhängig davon, ob er es besser weiß oder in welcher Realität er sich gerade befindet. Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen, deine Sünden zu tilgen, wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Herr! Schluss! Nein! Was soll denn das? Weg! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Aber pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. Und mein
meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja, Mädchen gegen Schulden. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Na los. Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Komm, Stock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Elizabeth treibt Booker weiter und schließlich erkennt er die Wahrheit, die er vergessen hatte. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker David, bist du bereit für die Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles wahr zurückzulassen? Du bist nicht. Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen. Und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Thank you.
Elizabeth brachte Booker zu dem Zeitpunkt und in die Realität, wo ihm die Geschichte diktierte, zu Comstock zu werden. Und dort, am Schnittpunkt aller Columbia-Realitäten, veränderte sie dank ihrer Fähigkeiten die Vergangenheit und beendete, zusammen mit allen anderen Versionen ihrer selbst, die den Fesseln des Propheten entkommen waren, den Albtraum der fliegenden Stadt noch bevor er beginnen konnte. Ohne den Booker, der sich taufen ließ, bleibt nur noch der, der die Taufe ablehnte und stattdessen eine Familie gründete. Anna? Anna? Anna, bist du das? Zum Schluss möchte ich mich noch um drei weitere Probleme kümmern. Das erste davon, das heißt das achte Problem des Videos, behandelt die Frage, warum die anderen Elizabeths bei der Taufszene überhaupt auftauchen. Für meine Antwort habe ich zur Veranschaulichung diese Grafik erstellt. Der große gelbe Punkt stellt den Taufzeitpunkt dar. Die beiden abzweigenden Strahle stehen für die Realitäten, die sich ergeben, wenn Booker sich taufen lässt oder eben nicht. Die roten Punkte stehen für andere Entscheidungen, wodurch sich wieder Abzweigungen bzw. andere Realitäten ergeben. Jeder Strahl des Schaubilds lässt sich, wenn mitunter auch über mehrere Abzweigungen, auf eine der beiden Realitäten, die vom gelben Punkt ausgehen, zurückführen. Wenn wir jetzt, wie in Bioshock Infinity, eine der beiden Abzweigungen aus dem gelben Punkt, nämlich die, bei der Booker sich taufen lässt, einfach ausradieren, verschwinden auch alle Realitäten, die auf dieser Abzweigung beruhen. Die anderen Elizabeths aus der Taufszene sind offensichtlich in der Lage, ihre Kräfte frei zu benutzen, sonst hätten sie wohl kaum dorthin gelangen können. Es gibt aber mit Sicherheit auch Elizabeths, die dazu nicht in der Lage sind, zum Beispiel weil sie keinen Booker hatten, der sie befreien konnte. So haben wir selbst im Spiel erlebt, dass es auch Realitäten gibt, in denen DeWitt gestorben ist, bevor er Elizabeth erreicht hat. Aber auch wenn es mehrere freie Elizabeths gibt, so gab es bisher keine Realität, in der Booker sich dazu entschlossen hat, Comstock endgültig zu vernichten. Wir wissen das aus der Erkenntnis, dass bereits ein einziger Booker reicht, um alle Realitäten der Comstock-Abzweigung zu verhindern. Unser DeWitt, also der Protagonist, muss deshalb der Erste sein, der so weit gekommen ist. Möglicherweise schafften es die Bookers der anderen Elizabeth zwar, diese zu retten, starben aber selbst bei dem Versuch. Vielleicht hatten sie aber auch keine Lust darauf, sich ertränken zu lassen und entschlossen sich, normal weiterzuleben. Der Grund, weshalb die anderen Elizabeths dort aufgetaucht sind, könnte also einfach der sein, dass sie schon lange auf einen Booker gewartet haben, der das Ganze beendet und nun einen gefunden haben, der es auch tut. Daher wären die anderen Booker-Elizabeth-Pärchen, die man zwischen den ganzen Leuchttürmen gesehen hat, höchstwahrscheinlich auch welche gewesen, die es nicht bis zum Ende durchgezogen hätten. Möglicherweise hatten die aber auch einen ganz anderen Herkunftsort, als man zuerst annehmen möchte. Wenn man sich jetzt das Schaubild anguckt, wird man sehen, dass wir zwei gelbe Punkte, das heißt zwei Taufen, haben. Der Grund dafür ist ganz einfach, nämlich dass es davor bereits eine Aufspaltung in verschiedene Realitäten gab, wofür der orange Punkt steht. Dort könnte zum Beispiel jemand bei der Schlacht bei Wounded Knee seinen Glücksbringer verloren haben, oder eben nicht. Der Grund für die Aufspaltung ist relativ egal, wichtig ist bloß, dass es zwei verschiedene Bäume mit Taufen gibt. Wenn jetzt bei einer der Taufen verhindert wird, dass Booker zu Comstock wird, hat das auf den anderen Strang keinen Einfluss. Da es theoretisch unendlich viele Realitäten und Abzweigungen vor dem orangen Punkt geben kann, könnte es genauso viele Bäume mit Taufen geben. Dadurch würde eine praktisch unbegrenzte Zahl an Columbias existieren, auch nachdem unser Protagonist ertrunken ist. Die anderen Booker-Elizabeth-Paare, die zwischen den Leuchttürmen umherrannten, könnten also auch aus anderen Realitätsbäumen kommen. Zumindest die Elizabeths bei der Taufszene sind aber mit Sicherheit aus demselben Baum wie der Protagonist, sonst würden sie nicht nach dessen Tod verschwinden. Das führt uns zum neunten Problem des Videos, denn bei der Taufszene hat es den Anschein, als bleibe eine Elizabeth zum Schluss über.
Dies hat im Internet zu vielen Diskussionen geführt, weshalb ich es auch hier behandeln möchte. Wenn man sich das Video anguckt, wird man feststellen, dass man ein kurzes Kling hört für jede Elizabeth, die verschwindet. In dem Moment, als ausgeblendet wird, ist noch eine Elizabeth über und genau in diesem Moment gibt es auch ein weiteres Kling. Ich denke also nicht, dass diese Elizabeth überbleibt, ich glaube viel eher, dass man genau mit ihrem Verschwinden ausblendet, und zwar weil es diese Elizabeth ist, die unseren Protagonisten begleitet hat, und wenn sie sich auflöst, dann bedeutet das, dass auch die Realität, aus der wir das Geschehen beobachtet haben, verschwindet. Wenn man so will, lösen wir uns in diesem Moment also mit auf. Für das 10. und letzte Problem habe ich keine echte Lösung parat, da es einfach zu wenig Informationen gibt, um irgendwelche intelligenten Vermutungen anzustellen. Wie ich bereits erwähnt habe, ist man im Spiel auch in einer Realität gewesen, in welcher Elizabeth nicht vor Comstock gerettet wurde, da Booker vorher gestorben ist. Sieht aus, als hätte ich doch einen Freund in der Stadt. Slate. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss denen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Dies ist aber auch die Realität, in welcher unsere Elizabeth später von Comstock festgehalten wird, weshalb sich mir die Frage stellt, warum der sich eigentlich unsere Elizabeth schnappt und sich nicht mit seiner eigenen beschäftigt, beziehungsweise warum Songbird hinter unserer her ist und nicht die andere bewacht. Die einfachste Antwort wäre, dass Doppelt einfach besser hält und die andere Elizabeth irgendwo, wo wir sie nicht gesehen haben, eingesperrt wurde. Trotzdem finde ich diese nicht genutzte Lücke in der Story einfach unbefriedigend. So, das war meine Bioshock Infinity Zusammenfassung und Story-Erklärung und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch das Ganze ein bisschen zu theoretisch war, könnt ihr euch ja die kürzere Fassung angucken, wo das Ganze handlicher verpackt ist. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.